Hallo und herzlich willkommen zu Folge 82 von Gothic 1, Dunkle Geheimnisse. Wir sind noch im Orkgebiet, werden uns da vorne mal umschauen. Da kommen wir ja leider nicht von einer anderen Richtung hinein. Da sind noch ein paar Orkeliten, die wollen wir noch abmurksen. Danach geht's zurück ins alte Lager. Ich werde die anderen Quests erstmal pausieren. Also wir können mit aller Gewalt eventuell noch ein, zwei da bestimmt erledigen. Wir müssen aber auch nichts erzwingen. Ja, ich habe mich jetzt ein bisschen dank eurer Unterstützung beruhigen können. Die meisten Quests da, die können wir genauso gut in Kapitel 2 erledigen, ohne Anstrengungen, ohne Probleme. Und genauso werden wir verfahren. Locken wir erstmal den hierher. Das war ich, ja. Das war mir so klar, ich wusste es. Ich habe jetzt schon gewusst, dass die anderen Clowns genau dann runterfallen werden. Genau dann, wenn wir den ersten hier angelockt haben. Eigentlich müssten wir ja. Hier stehen bleiben ist keine gute Idee. Ich block den erstmal weg. Dann sehen wir weiter. Eine Verstärkung holt ist doof. Der Ultra-Stärkung, ja? Wo rennt der hin? Vielleicht ist ein Schaman, der uns gesehen, aber der ist tot und damit speichern wir erstmal ab und geben uns damit zufrieden. Also, was ich noch sagen wollte, die Quest mit dem Kroll, ne, also sprich die Entführungsquest, können wir vielleicht noch in Kapitel 1 erledigen. Wie gesagt, aber alles nach und nach, alles mit Ruhe. Ins große Lagerhaus würde ich nämlich gerne auch hinein. Müssen wir auch mal schauen, sonst kommt da oben erstmal in der Runde gefallen. Ich höre ihn doch schon. Ja, komm her. Perfekt. Kumpel daheim lassen. Sauber. Direkt eingefroren. Perfekt. Der andere da oben hat sich direkt wieder beruhigt. Genau so muss das sein. Bringt ja auch nichts, sich aufzuregen, ne? So, dann wären schon mal 1000 EP auf unser Konto geflossen. Wie gesagt, was ich gerne nämlich im ersten Kapitel noch abklappern wollen würde, wäre das große Lagerhaus. Aber wie gesagt, erzwingen kann ich da nichts. Ich weiß nicht, ob uns Raven direkt zu Gomez führt und. Oh, zwei. Ui, der war ein bisschen aggressiv drauf. Aber ja, wie gesagt, es wäre noch eine Idee, dass wir da ins Lagerhaus gehen und da werden wir erstens einen Haufen Loot finden und zweitens wohl wahrscheinlich auch eine Rüstung, die wir dem Groll geben können. So, kommt der nächste runtergefallen? Müssen wir so arbeiten? Tatsache, hm? Na ja, dann schaff dich schon mal bei. Direkt eingefroren, besser könnte es nicht laufen. Ganz kurz ein paar Schritte zurücksetzen. Nichts provozieren. Ah, ne, ist platt. So, jetzt müssten wir. War das jetzt der von da hinten oder der oben drauf? Das müsste der oben drauf gewesen sein. Nee, doch, ja doch. Hier sind immer noch zwei. Auf, komm her. Ja, genau. Auf mit Kummer. Geht's auf den Deckel. Genau, reih dich bei deinen Brüdern ein, warum fuchtelt der da in der Luft rum? Der Depp. So. Oh! Du bist auch ein Skastisch. Müssen wir aufpassen. Ist da der Schamane auch mitgekommen und feuert da schon los. Hat sich beruhigt, aber er ist vielleicht noch. Können wir den noch locken, ohne dass wir den. Das ist halt ein bisschen ungünstig. Ich würde gerne den. Die Ork-Elite irgendwie herlocken, ohne den Schamanen da noch irgendwie, ja, genauso anzulocken. Jetzt haben wir nämlich nur den an der Backe. Und damit können wir arbeiten. Der direkt brennt, das ist ja perfekt. Er brennt ja schon. Natürlich friert, nicht brennt. Hallo Ork-Schamane. Der ist auch direkt eingefroren.
Perfekt. 6. DP. Die Schamanen geben mehr als die Ork-Eliten. Krachtnack nehme ich gerne an mich. Minecrawler, super. Gebratenes Fleisch. So, jetzt können wir beruhigt doch tatsächlich die hier erstmal als erledigt einordnen. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das wird ein bisschen knifflig, aber das einzelne Rauslocken hat tatsächlich da gefruchtet. Hat auch gut was an EP gegeben. Wir haben bald wieder ein Level up. Oder bin ich gerade bedeppert? Nee, doch. 2.500. So, da hinten haben wir eine Tür. Erstmal schauen, dass hier oben auch ja keiner mehr ist. Sieht aber nicht danach aus. Also hier ist erstmal gar nichts. Aber hier waren ja noch 2, 3 Stück. Über dem Eingang, ne? Das ist schon ein bisschen knifflig. Ist das hier übrigens normal oder haben die hier auch was hinzugefügt? Also sprich der Gang hier durch. Gut, der bringt ja jetzt per se nichts. Hier ist ja nichts. Kann man zwar bestimmt irgendwie hochklettern. Aber so wirklich nach Gameplay-Möglichkeiten sieht es hier nicht aus. Aber hier ist eine Drachenwurzel. Sind eigentlich die Drachenwurzeln hier quasi die Gothic 2 Drachenwurzeln oder sind die Trollkirschen die Drachenwurzeln? Wie sind das? Da müssen wir nochmal zum Alchemisten, ne? Der hat uns doch, glaube ich, irgendwie die ganzen Informationen mitgegeben. Haben wir nicht sogar einen Zettel dafür? Rezept für Tränke, genau, da ist er direkt. Mal kurz schauen, ach, das sind die normalen, oder? Trank der Eile, Trank der Stärke, Trollbeere. Mhm. Essenz der Stärke ist Trollbeere. Weil die Drachenwurzel ist ja hier gar nicht so bombastisch wie im zweiten Teil, deswegen hat es mich gerade irritiert, dass wir hier im letzten Eck, wo im Prinzip nichts zu holen ist, noch eine Drachenwurzel auf uns wartet. Aber okay. Können wir so akzeptieren. Das ist jetzt die nächste Frage. Kommen wir hier hinein? Wir müssen, glaube ich, die, wenn dann die Truhe, die Tür knacken. Und das funktioniert nicht. Ja, bricht in beide Richtungen ab. Das heißt, keine Ahnung, was hier auf uns warten wird. Müssen wir noch schauen. Hoffentlich vergesse ich es nicht, weil jetzt habe ich immerhin schon mal die ganzen Orks hier umgebracht. Aber im schlimmsten Fall könnte mich ja darauf hinweisen, dass ich was übersehen habe. Nee, aber da haben wir auf jeden Fall schon mal nochmal gut EP machen können. Gucken wir mal, im Traum jemand, wisst ihr was, komm. Ein paar Gegner suchen wir hier noch. Ich will, dass sich mein Traum erfüllt. Stufe 20 und dann Gilde. Es müsste ja ganz schnell gehen. Gehen wir hier oben nach rechts, töten ein paar Gegner und dann düsen wir wieder ab. Wie gesagt, in die Orkstadt muss ich jetzt nicht marschieren und da alles umlegen. Na, aber wir kommen ja gut zurecht. Ja? Also jetzt die ganzen Ork-Eliten, die waren ja wirklich ein Klacks. Ein bisschen Gemüse mitnehmen. Und noch ein Varan. Oh, mal ein Abgang. Können wir so machen. Aber da ist im Prinzip schon fast unser Level up. Wenn es die normale Ork-Eliten sind, aber das sind sie. Uiuiui, das war ganz schön knapp. Was ich übrigens sehr, sehr schade finde, was ja in Gothic 2 auch quasi anders gehandhabt wurde. Ich finde es ein bisschen doof, dass die ganzen Orks nichts dabei haben. Die haben gar keinen Loot dabei in Gothic 1. Das ist doch eigentlich ein bisschen traurig. Guckt euch mal deren Ausrüstung an. Ist doch Murks, dass die nichts dabei haben. Ein paar Tränke. Gut, mein Erz, mit Erz können die nichts anfangen. Das leuchtet mir ein. Das macht auch Sinn, dass die keine quasi Wertgegenstände in der Definition der Menschen dabei haben. Aber Tränke oder sowas kann doch jeder gebrauchen. Ja, oft treffen lassen bei denen ist nicht drin. Da müssen wir mit der Frostkomponente auch ein bisschen arbeiten. Also, das heißt müssen, ne? Jeder andere ist dazu natürlich auch so in der Lage, aber ich, ja. Für mich ist es so einfacher. Aber blocken soll ja wohl nicht unmöglich sein, habe ich mir sagen lassen.
Nur noch gucken, dass wir da nicht irgendwie seitlich noch von irgendeinem Orkhund oder so überfallen werden. So, Namen müssten die ja alle nicht haben. Das sind einfach nur vier Ork-Eliten. Das heißt, das ist im Prinzip einfach nur unser Level ab. Ha, perfekt. So kann's laufen, hey, so kann's laufen. So, und der letzte. Ein orkischer Oberst, der direkt eingefroren ist. 750 EP. Lebensbrecher. Aber auch der hat nichts dabei. Also ich hoffe jetzt mal, das ist kein Quest-NPC, weil orkischer Oberst. Der Lebensbrecher ist genauso gut wie die gute Zweihandaxt. Wo habe ich die überhaupt her? Keine Ahnung. Mit dem Unterschied, dass sie viel mehr Stärke benötigt. Das ist ja aber normal für so eine Ork-Waffe. Jetzt haben wir tatsächlich noch 50 EP bis zum Level Up. Ja, ich denke mal, das war okay, dass wir den getötet haben. Der hatte zwar jetzt irgendwie, der war zwar ein Oberst, aber der hatte eigentlich im Prinzip auch nichts dabei. Und scheinbar hat er halt nur mehr Lebenspunkte. Weswegen er halt auch ein bisschen mehr EP gibt. So, da unten haben wir noch einen Feuerwaran. Ich hoffe, den können wir auch direkt einfrieren. Ah, da hatte ich jetzt gerade eben. Seltsam, was ich bin eigentlich ausgewichen, aber naja. Bei denen will ich jetzt gar nicht umbringen. Wir können auch gar keine Flammenzungen entnehmen. Das ist dann gar nicht so wertvoll. Wenn wir den dann umlegen, ist dann ein bisschen doof sogar. Gucken wir oben nochmal dem Turm vorbei. Da hätten wir auch Xardas Turm. Aber wie gesagt, da müssen wir jetzt nicht überall rum eiern. Ich blödel jetzt gerade noch hier ein bisschen rum und sammle noch ein bisschen EP. Übrigens auch ganz wichtige Informationen, die ich erhalten habe. Und hier ist auch in Dunkle Geheimnisse nichts zu finden. Schade. Was ich eben sagen wollte. Es gibt bestimmte Gegenstände, da müssen wir wirklich aufpassen. Wir haben ja zum Beispiel den Schlüssel von Melkor, glaube ich, schon dabei. Den haben wir bei der einen Leiche gefunden, bei dem Riesensnapper. Und jener besagte Schlüssel, den müssen wir irgendwo zwischendeponieren. Das gibt in Dunkle Geheimnisse wohl wenige wenige Quests, die anders verlaufen oder die, die anders verlaufen oder ich sag mal kritisch verlaufen, wenn man besagte Questgegenstände schon dabei hat. Im Falle von Melkor und seinem Schlüssel. Das heißt, wenn wir das nächste Mal mit Melkor aktiv sprechen müssen oder ich in seiner Nähe bin, will ich das Ding tatsächlich eher mal losgeworden sein, dann zu dem Zeitpunkt. Denn unnötig Stress muss ja auch nicht sein. Und wir wollen ja schon alles nach Musterbeispiel erledigen und nichts willkürlich kreuz und quer. So, Razor. Vier Stück. Ich will doch nur 50 EP. Laufen nicht irgendwo ein paar Fleischwanzen rum oder so? Hallo? Hallo? Was ist denn mit denen los? Normalerweise sind die so mega aggro. Da läuft der zurück, ich glaube, es geht los. Ich glaube, sind es 4 oder 5? Ist ja schon dunkel. Der macht aber auch den Snapper. Das ist auch seltsam. Normalerweise sind die viel aggressiver. Von weitester Entfernung rennen die auf einen zu. Und hier haben sie irgendwie das normale Snapper-Verhalten. Das heißt, man kann sie einzeln weglocken. Lächerlich. Ja, Lock bringt nichts, ich sehe nichts, aber es hat funktioniert. Zack, und da haben wir Level 20. Wie gesagt, ich könnte jetzt auch noch die anderen drei Razor töten, aber komm. Was man halt nie vergessen darf, wenn man ein Rollenspiel, oder das gilt natürlich jetzt nicht pauschal für alle, aber wenn man normalerweise ein Rollenspiel linear spielt, also komplett im Gegensatz, Gegenentwurf zu mir, dann wird man eigentlich viel schneller, viel stärker, ne, wenn man schneller Rüstung erhält oder Waffen, ne, oder mehr EP für die Hauptquests, ne, das Schema, die Schematiken, die kennt man ja. Das heißt, ich mache mir es eigentlich nur unnötig schwer. Auf kurze Sicht will ich mir quasi eigentlich ein paar Boni
einrichten, ne, wenn man halt mehr EP hat, mehr Leben oder sonst was. Und da muss man eigentlich die gesunde Mitte finden. Aber gut, ich bin halt auch ein Abenteurer, ich will halt alles gesehen haben und alles entdecken. Ja, das beißt dann so, das reibt dann so ein bisschen an der goldenen Mitte. Aber egal. So, damit jetzt, wie gesagt, zur vorerstigen Beendigung des Exkurses. Wie gesagt, ich wollte einfach nur noch mal die paar Orks töten. Dachte ich mir, komm, Masterstufe 20, jetzt haben wir es. 30 Lernpunkte auf der hohen Kante. Wollen wir die dann alle in Einhand fetzen? Oder wollen wir mit denen schon mal ein bisschen Geschicklichkeit? Na, wir werden sehen. Wie gesagt, ein bisschen Geschicklichkeit muss sein fürs Schmieden. Aber das hat ja auch alles Zeit. Wie gesagt, das sind ja Kapitel 1. Ich bin echt mal gespannt, was in Kapitel 2 und 3 vorerst noch alles passiert, weil Kapitel 2 ist man normalerweise auch noch mal ein bisschen dann in seiner Gilde aktiv. Und wir sind ja vorerst im alten Lager. Das ist die wichtige Frage. Können wir quasi dann erstmal fürs alte Lager alles erledigen und dann im Nachhinein zu den Minengardisten? Oder ich denke mal schon, oder? Also, es müsste ja drin sein. Das ist die große Frage. Ich will in der Arena kämpfen. Du bist zu spät? Ah, okay. 21:30 ist Tuck, da ist nichts mehr los. So, haben wir eigentlich schon bei Snuff an diesem wunderschönen Tag uns unsere Ration abgeholt? Du hast und das. Ah, tatsächlich noch nicht. So, die Sache ist, ich habe auch noch was herausgefunden, und zwar unser guter Freund. Hier, der Fiddler, der scheint Teil zu sein von einer Nebengilde, die wir noch nicht kennen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die Informationen natürlich folgerichtig sind. Da bin ich wirklich mal gespannt, was es damit auf sich hat. Mit der Freund-Quest. Also, das sind, glaube ich, alles Quests, die jetzt noch eigentlich sehr weit in die Zukunft reichen. Zumindest die meisten von denen hier. Deswegen, Halt, ja, was was willst du willst du hier? jetzt? Ich will hier rein. Machst du Witze? Frag das doch mal Torus. Werde ich. Wenn du gelogen hast, bist du tot. Soll das heißen, ich kann jetzt reingehen? Ja, geh schon. Das ist die große Frage. Hält uns Raven direkt auf oder können wir da irgendwie. Und da hochkommen wir halt nicht, alles andere ist mir erstmal egal. Hier ist eh nur ein Gardist, hier ist die Waffenkammer, hier können wir eh nichts mit. Nehmen, weil dann werden wir einfach totgeschlagen. Jetzt ist die Frage, kommen wir an Raven vorbei? Ich würde es einfach nur gerne mit. Nee, was kann ich nicht. Für dich tun? Reden wir halt mal ein bisschen mit ihm. Wer bist du? Ich bin Raven, Gomez rechte Hand. Jeder, der hier ist, um mit Gomez zu reden, redet vorher mit mir. Okay. Wie steht der Erzhandel? Die alte Mine spuckt genug aus. Die letzte Lieferung aus der Außenwelt war ziemlich fett. So, der bleibt immer noch hier stehen, ne? Also wir müssen nicht. Ich dachte irgendwie, der bringt uns zwangsweise zu Gomez, aber gut, wenn wir die Chance haben, das Ganze hier nochmal zu pausieren und der Raven hier stehen bleibt, dann können wir natürlich wirklich schauen, ob wir erst in die. Ja, hier oben in die Gemächer hineinkommen, beziehungsweise ob wir dann auch von da aus in den großen Lagerturm hineingelangen. Das wäre jetzt natürlich sehr interessant und gut zu wissen. So, mal schauen. Können ja schleichen. So, hier haben wir auf jeden Fall die wertvollen Truhen. Jagd und Beute. Und Kerzenständer, die kann man auch gut verscherbeln. Wobei, wie gesagt, Geldprobleme. Wäre es seltsam, wenn wir überhaupt noch welche erwarten würden. Aber wer weiß, wie gesagt, dunkle Geheimnisse. Vielleicht sind diese Geheimnisse ja auch unter anderem mit großen Kosten verbunden. So, rechts, links. Rechts, links, links. Rechts, links, links, links. Einmal rechts und dann viermal nach links. Fünfmal nach links.
Einmal nach rechts, fünfmal nach links, zweimal nach rechts. Nehmen wir mit. Ach, da habe ich auch noch verschissen. Oh, jetzt aber. Besteck für uns, ein Harnisch-Amulett, ein wertloser Trank, ein wertvoller Trank und ein paar Tränke, die wir immer gebrauchen können. So, ich speichere tatsächlich mal. Jetzt habe ich das schon direkt vor der Kiste gespeichert. Machen wir mal einen zweiten Slot. Sicherheitshalber, nicht, dass wir dann irgendwie Stress kriegen und Raven uns totschlägt. Das können wir eigentlich auch nicht gebrauchen. Wollen wir hier gerade einen guten Eindruck machen, ne? Und nicht direkt der Buhmann sein. Naja. Wie dem auch sei. In der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall erstmal hier noch die Truhen abklappern. Hier oben bei den Erzbaronen. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt schon zu Gomez reinkommen. Ich glaube schon, aber die Truhen sind ja verschlossen. Aber egal, wir gucken uns hier auf jeden Fall im Haus der Erzbarone noch ein bisschen um im oberen Stockwerk und können ja von Bartolos Raum auch aus, also von seinem Raum aus auch in den großen Lagerturm. Und da gibt es dann wahrscheinlich eine reiche Bescherung. Mal schauen, dass wir in der nächsten Folge noch mitnehmen, bevor wir dann als Schatten anfangen. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.